Meine Mutter meinte einfach so, ja, wärst eigentlich dumm, wenn du es nicht machst. So, okay, ja gut, das war mein Startzeichen. Ich verstehe halt nicht, warum man mich wegen OnlyFans so krass irgendwie verurteilen muss. Es ist wirklich so, dass viele denken, dass man vielleicht nicht intelligent ist oder überhaupt nichts kann, außer seinen Körper zu vermarkten. Du verkaufst eigentlich nur ein Produkt. Und das Produkt bist du. Darüber machen sich super wenig Leute Gedanken. Mhm. Ey, ich sehe das nächste Casting-Format. So OnlyFans-Teaser werden bewertet. Dann so die Jury, die dann irgendwie sagt, ey, der Spice fehlt. Ich meine, die Plattform hat jetzt knapp 2 Millionen Creator. 50% daraus aus der Generation Z an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Wir denken die Gesellschaft weiter. Cheers, Freunde, und herzlich willkommen. Normalerweise stellen wir uns hier jede Woche die Frage, ist Social Media peinlich? Aber heute habe ich exklusiv die Ehre, 2 Leute zu interviewen, die OnlyFans-Creator sind. Und daraus ergibt sich natürlich direkt eine neue Frage. Elena, Valentin, die erste Frage an euch. Ist euch OnlyFans peinlich? Am Anfang, auch vor Freunden oder Familie, war mir das schon peinlich. Jetzt fühle ich mich eigentlich ziemlich wohl. Auch wenn mich jemand auf der Straße anspricht, ist das vollkommen in Ordnung. Okay, ja. Wie ist es bei dir? Also mir war es eigentlich nie peinlich, einfach aus dem Grund, dass meine Eltern mich auch von Anfang an unterstützt haben. Und dann war mir die Meinung von anderen Menschen eigentlich relativ schnell sehr egal. Darf man fragen, wie alt ihr seid? Ich bin 19. Ich auch. Okay, Faktencheck machen wir nicht. wir werden doch später auch reingehen, so insgesamt, na, ob jeder immer mit seiner echten Identität irgendwie auf OnlyFans aktiv ist. Super spannend hier schon mal zu hören, irgendwie so, du hast auch Support aus dem Umfeld. Hier so, dass es dir anfangs auch peinlich war und so. Mhm. Das wird also den einen oder anderen spannenden Talk ergeben. Wir haben auch noch mal was vorbereitet, falls ihr die beiden noch nicht kennt. Und das zeigen wir euch jetzt. Heute zu Gast Elena. Die 19-Jährige verdient sich mit expliziten Fotos und Videos auf OnlyFans ein paar Euro dazu. Oder ein paar Tausend pro Monat. When they go low, I go low earth. Ich hatte damals die Seite abrasiert, das sieht man leider nicht richtig happy. Ach, sind doch süße Videos. Außerdem dabei Valentin. 2019 wollte der Influencer bei DSDS durchstarten. Stattdessen verdient sich der in Zypern lebende Berliner inzwischen mit exklusivem Content auf OnlyFans ein goldenes Näschen. Ich habe noch eine Frage, bevor wir richtig reinstarten. Dann werden wir erstmal auf ganz viel Content reagieren. Und die Frage lautet so, wie seid ihr zu OnlyFans gekommen? Also ich hatte schon immer unheimlich Spaß daran, sage ich mal, Bilder mit meinem Körper zu machen, weil ich an sich den Frauenkörper unheimlich ästhetisch finde. Und dann wurde ich irgendwann darauf angesprochen, weil ich eh schon relativ figurbetonte Bilder auf Instagram gepostet habe, warum ich nicht OnlyFans mache. Und dann habe ich das erst überlegt und dachte mir so, weiß ich nicht genau, weil OnlyFans zu dem Zeitpunkt noch so ein wenig verrufen war. Und ja, dann dachte ich mir, okay, man kann es ja mal ausprobieren. Und dann hat es mir echt unheimlich viel Spaß gemacht. Und ja, dann bin ich dabei geblieben. Okay. Wie war es bei dir? Bei mir war das ungefähr vor 3,5 Jahren. Da hatte mir ein Kumpel auf Instagram geschrieben, probier das mal aus. Ich habe das auch. Ich verdiene damit eigentlich ganz gut Geld. Und dann habe ich erstmal ein halbes Jahr gewartet und habe überlegt, okay, soll ich es machen? Weil vor 3 Jahren war das halt auch wirklich noch verrufener als vor einem Jahr, als du angefangen hattest. Am Anfang hatte ich auch eher mit Soft-Content angefangen und jetzt zeige ich halt schon deutlich mehr. Das Krasse ist eigentlich, was man bei euch beiden so raushört, ne, dass OnlyFans jetzt auf jeden Fall so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Mhm. Und genau darüber werden wir auch sprechen. Auch das, was du so ein bisschen schon hier skizzierst, was habt ihr so für Grenzen bei der Content-Erstellung? Also was zeigt ihr auch so Soft-Content? Wie kommt es dann zur Entwicklung? Und auch, was es mit euch macht, dass ja eigentlich so 2 Klicks entfernt, teilweise auch ohne Bezahlung, jeder euch nackt oder auf jeden Fall so sehen kann, wie ihr euch auf OnlyFans zeigt, weil das natürlich nicht immer im geschützten Raum bleibt.
So, als erstes würde ich aber gerne über Reactions reinkommen. Das machen wir auch jede Woche so. Wir geben uns Content von Social Media und so wollen wir uns auch dem Thema ein bisschen annähern, denn es ist ja so, auf OnlyFans wird man ja als Creator nicht unbedingt so gepusht, vorgeschlagen und so. Also man muss die Leute unabhängig von OnlyFans zu OnlyFans bekommen. Und da kommt dann ja auch wieder so Social Media in den klassischen Plattformen. Ich meine, letztlich ist OnlyFans dann vielleicht auch mittlerweile einfach eine weitere Social Media Plattform. So, genau das wollen wir heute auch diskutieren. Aber man muss eben von Twitter, Instagram oder auch TikTok die Leute dann zu OnlyFans bekommen. Und da haben wir ein paar Clips und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten rein. Ich wusste gar nicht, dass Ariana Grande jetzt auch OnlyFans macht. Aber wir sehen schon, es ist in der Mitte der Gesellschaft. Nee, ich habe bei der Recherche ist uns aufgefallen, dass das wirklich ein ziemlich etabliertes Feld ist, so von Ariana Grande Doppelgänger in so die irgendwie Stuff in diese Richtung posten. Was würdet ihr sagen, ist ein guter Teaser oder mittelmäßig? Es ist etwas kurz, aber man sieht auf jeden Fall in deine Rundungen. Deshalb kann es auch ganz gut sein. Ich weiß nicht, wie viele, das war wahrscheinlich auf TikTok, oder? Ey, das ist nicht mein Video. Ach so, ich dachte, du hast... Oh, okay. Nein, das bin ich. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt wirklich peinlich. Also ich finde erstmal, sie sieht wunderschön aus. Aber vielleicht ist auf dem ersten Blick nicht so sehr ersichtlich, dass sie jetzt OnlyFans macht, weil an sich auch viele TikToks häufig viral gehen, wo man auch irgendwie Schrift zu sehen hat, wo man sich auch einen Schnuff weit auf OnlyFans bezieht. Und... ja, also sie sieht wunderschön aus und das ist jetzt kein TikTok, wo ich sagen würde, um Gottes Willen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so zielführend ist. Okay, ja, es hat auf jeden Fall, um das von dir aufzugreifen, so 214.000 Views, also ein bisschen viral ist es gegangen, aber jetzt auch nicht ultra viral. Die Sache ist natürlich auch, man kann ja auch diskutieren, ist das hier überhaupt ein Teaser für ihr OnlyFans? Also beispielsweise bei ihrer TikTok-Präsenz verlinkt sie auch gar nicht zu OnlyFans, sondern das passiert erst auf ihrem Insta-Account. So, wie sind da eure Erfahrung? Also es gibt ja auch Community-Richtlinien, es gibt Guidelines, so was für Content man irgendwie hochladen darf. Bei unserer Recherche hat sich herausgestellt, dass man auf Twitter ja irgendwie am meisten, am explizitesten was hochladen kann. Also da sieht man dann auch mal irgendwie eine Brust oder einen Schwanz. Es ist sozusagen so, also ziemlich explizit so. Habt ihr da so eine richtige Strategie, was auf welcher Social-Media-Plattform geht? Also TikTok ist da wirklich sehr eingeschränkt. Bei Twitter kann man halt alles zeigen. Auch bei TikTok zum Beispiel ist das so, dass nach 5 Accounts sich dein Handy sperren. Also ich musste schon mal neue Handys kaufen, weil ich neue TikTok-Accounts erstellt hatte. Wie ist bei dir? Also wie? TikTok mag mich, glaube ich, nicht, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, es ist ganz komisch. Manchmal werden Videos gesperrt, wo ich zum Beispiel nur Bauch freitrage und sonst komplett bedeckt bin. Also teilweise so ein Pullover, so einen weiten Pullover, der halt einfach bauchfrei ist. Und dann wird der gesperrt wegen Sicherheit für Minderjährige. Und dann sind da teilweise Videos, wo ich zum Beispiel ein Bikini anhab oder so, die nicht gesperrt werden. Also ich beschwere mich jetzt nicht, dass die nicht gesperrt werden, aber ich finde das irgendwie manchmal so ein wenig komisch. Und meine Accounts waren auch schon so unglaublich oft weg. Und ja, nach 5 Accounts muss man sich halt ein neues Handy holen. Also ich finde es schon ziemlich gerechtfertigt, dass dann Sachen runtergenommen werden, weil sie schon zum Teil wirklich ziemlich sexuell sind. Aber natürlich hätte ich es lieber, wenn es nicht gesperrt würde, weil dann würde es mehr Views bekommen. Und ich hätte dann noch ein paar mehr Follower auf OnlyFans. Sie ist eigentlich genauso. Am Anfang war ich ein bisschen traurig, als mein erster Account weg war, weil da waren noch so in meinen Entwürfen so ganz viele alte Videos, weil ich den Account schon unglaublich lange hatte. Und dann war ich echt traurig, auch so ein Stück weit sauer. Aber mittlerweile ist es voll okay. Man macht sich einen neuen Account und dann... Man gewöhnt sich dran, gesperrt zu werden. Was würdet ihr denn machen, wenn jetzt die Plattform ideal funktionieren würden und es Insta, also für euch diese Option nicht gäbe? Also wenn es wirklich einfach den Richtlinien entsprechend so, ihr könntet da keine Accounts haben. Also ich denke, dass man da schon noch Accounts haben dürfte, nur müsste man dann aufpassen, was man postet. Ich meine, es gibt halt diese Richtlinien und wenn man sich dran hält, dann wird man da auch nicht gesperrt. Aber ich glaube, das wird auch dazu kommen in Zukunft, dass man wirklich entweder komplett gesperrt wird, weil die ja auch, weil die Gesichter auch erkannt werden. Und da kann es natürlich sein, dass das ganze Gesicht oder also alles von dir einfach geshadowbanned wird, sodass du halt wirklich in Zukunft weniger Views bekommst, runtergeschubst wirst. Reicht es denn als Strategie nicht, dass man sozusagen normales
chilliges Video macht, ne? So ein bisschen vielleicht in diese Richtung, wo man so anteasert. Braucht man diese expliziten Teaser? Man braucht sie nicht unbedingt, aber sie sind schon sehr hilfreich. Also ich mache ja auch nicht nur Content, der, sage ich mal, auf OnlyFans bezogen ist, sondern auch mit Freunden zusammen in die Richtung Comedy. Das wird zwar nicht auf meinem Account hochgeladen, aber halt auf den Accounts von meinen Freunden. Und das bringt auch schon sehr viel Reichweite und da kommen trotzdem immer noch sehr viele Leute auf OnlyFans rüber, aber nicht so viele, wie wenn man, sage ich mal, ein expliziteres Video veröffentlicht. Was glaubst du, wie viele ZuschauerInnen auf Social Media wissen, dass du auch OnlyFans machst? Tatsächlich leider relativ wenige, weil ich öfter auf OnlyFans die Nachricht bekomme, oh, ich wusste gar nicht, dass du OnlyFans machst. Was glaubst du, wie ist es bei dir? Wie viele deiner Social Media Zuschauer wissen, dass sie dich auch auf OnlyFans finden können? Ich glaube schon ein sehr großer Anteil. Also ich denke schon 95% der Leute, die mir auf Instagram folgen. Ich meine, die Story wird ja auch vielen dann ausgestrahlt. Bei TikTok vielleicht nicht ganz so viele. Wir gucken uns mal einen weiteren Teaser an, oder erstmal ist es ja nur ein Content-Piece, das als Insta-Reel hochgeladen wurde. Show yourself and then what you're fucking. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal mich in der Situation befinde, so ein Video anzugucken und dann drauf zu reagieren. Was mir so direkt in den Kopf ist, muss doch super belastend sein, jedes Content-Piece so zu kreieren, dass man am Rande der Guidelines so irgendwie noch damit klarkommen kann. Also ein Geschlechtsteil kann sich abzeichnen, aber es darf nicht zu explizit sein. Das macht ja auch so einen Kopffilm auf. Man muss auf jeden Fall darauf achten, aber man wird auch mit der Zeit deutlich besser. Also am Anfang, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ich hatte am Anfang wirklich das Problem, dass ich bei TikTok ständig gesperrt wurde, weil ich einfach nicht wusste, wie weit kann ich gehen. Und jetzt ist es relativ einfach eigentlich zu wissen, okay, das darf ich machen, das darf ich nicht machen. Klar werden dann die Richtlinien vielleicht nochmal etwas verschärft, dann kann man wieder ein bisschen weniger machen. Kriegt man aber relativ einfach mit. Genau, sowas habe ich zum Beispiel auch schon mal gepostet. Manchmal wird sowas gesperrt, manchmal eben nicht. Muss man ausprobieren. Genau. So, ja. Oder auch nicht. Man kann es nicht, aber man muss es ja vielleicht auch gar nicht. Das ist auf jeden Fall Taylor. Taylor ist laut Bio ein 18-jähriger Student aus Los Angeles. Was sagt ihr zu ihm und seinem Teaser? Ich will nicht persönlich werden, aber ich finde, da fehlt irgendwie so ein wenig die Ästhetik. Wobei das Ringlicht spiegelt sich ja, ne? Also das ist mir sofort ins Auge gefallen. Also ja. Es sieht wunderbar aus, aber würde mich jetzt nicht ansprechen. Da fehlt so ein bisschen der Spice. Ja, das ist die Ästhetik. Ich merke schon, hier kommt so eine, ich sehe das nächste Casting-Format, so OnlyFans-Teaser werden bewertet, dann so die Jury, die dann irgendwie sagt, der Spice fehlt, leider. Ja. Der Spice fehlt so, werden die Abos nicht reinkommen. Es wird euch wahrscheinlich extrem schockieren, aber in Wahrheit heißt er gar nicht, Taylor ist gar nicht 18 Jahre alt und er wohnt gar nicht in Los Angeles. Nein. Das ist natürlich etwas, was man auf OnlyFans nur sehr selten findet. Wie würdet ihr sagen, wie echt seid ihr auf OnlyFans unterwegs? Ich frage es einfach mal, heißt du Elena, heißt du Valentin? Wer seid ihr überhaupt? Ja, bin ich. Okay. Ja, ich bin auch Elena. Okay. Ja. Das heißt, ihr seid schon mit eurer echten Identität reingegangen. Ja, voll. Voll. Mhm. Ja, also ich hatte es ja auch am Anfang auf Instagram promoted, das war so die erste Anlaufstelle. Mhm. Und da bin ich auch mit meinem echten Namen auch verifiziert gewesen. Und dann habe ich erst angefangen. Und deshalb war das auch ein bisschen schwierig, das etwas zu trennen. Kann man es geheim halten, dass man OnlyFans macht? Ja, auf jeden Fall. Bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, ja. Okay, und was ist dieser Grad? Also es gibt unterschiedliche Sachen, was man machen kann, wie zum Beispiel, dass man nicht mit Gesicht postet oder dass man halt wirklich krasse Filter benutzt oder halt neue Accounts erstellt oder auf Plattformen geht, wo vielleicht nicht so viele Europäer drauf sind, wie zum Beispiel Twitter. Twitter ist noch so eine Plattform, die ziemlich von Amerikanern eingenommen ist. Und da ist natürlich einfacher dann lange Zeit unentdeckt zu sein. Aber ich würde schon gerne den Punkt setzen, geheim halten kann man es nicht unbedingt für immer. Also ich komme darauf an, wie man es macht und vor allem, wie erfolgreich man damit sein möchte. Wenn man sagt, okay, ich mache das, keine Ahnung, damit ich meinen Strom bezahlen kann, so dann denke ich, dass du das auch locker machen kannst und dabei geheim bleiben kannst und deine Identität schützen. Aber es ist halt immer schwierig. Du brauchst ein Gesicht, um Werbung zu machen. Wenn ich jetzt einen Instagram-Account sehe, wo ich zum Beispiel kein Gesicht dazu sehe, sondern immer nur Bild, was hier abgeschnitten ist zum Beispiel, dann würde ich mir ja auch nicht denken, oh wow, schöner Account, den folge ich doch. Also fehlt einem dort natürlich auch die Plattform. Deswegen glaube ich, dass es auch schwieriger wird, es zu vermarkten, aber nicht unmöglich. Ich fand es sehr interessant, was du im Intro gesagt hast, dass du mit Soft-Content reingestartet bist und
dass sich das ja schon entwickelt hat. Ja. Das wäre jetzt auch so meine These. Ne? Gibt vielleicht Leute, die erstmal mit wenig starten und sagen, naja, ich bleibe ja geheim. Und dann merkst du so, oh, wie mache ich dann jetzt Werbung dafür? Wie kriege ich die Leute dahin gelenkt? Und schon passiert dieser Schritt, so dass man dann doch mal zeigt, wer man ist. Vielleicht nur sehr wenig und so, aber dann ist das Kind ja so in den Brunnen gefallen. Ne? Dann wird es auch öffentlich wahrgenommen oder es kann auf jeden Fall rausgefunden werden. Vielleicht einmal zu dem ersten Punkt, also vom Soft-Content hin zu weiterem Content. Wie ist das bei dir gelaufen? Okay, ich hatte ungefähr ein halbes Jahr erstmal nur Soft-Content gepostet, also nur in Unterhose. Man kann ja auch bei OnlyFans noch Nachrichten versenden, nicht nur jemanden abonnieren, beziehungsweise als Creator an andere Leute senden und dafür nochmal Geld verlangen. Das habe ich dann am Anfang gemacht mit Nudes und dann irgendwann war ich auf so einem Treffen mit ganz vielen Creatern und die haben alle nicht nur Soft-Content gemacht und dann dachte ich, okay, ich verdiene wirklich deutlich mehr als ich. Vielleicht ist es schlau, damit anzufangen. Dann habe ich mir das überlegt und habe halt auch solche Sachen gemacht und habe gesehen, okay, damit habe ich Erfolg. Dann ziehe ich es jetzt damit durch. Okay, verstehe. Bedeutet so, der Einfluss war, Treffen mit anderen Creatern zu nehmen, was die damit verdienen und dann abzuwägen, so ey, wenn ich in diese Sphären will, so wenn ich das Geld auch machen will, dann muss ich mehr. Ja, zeigen. Genau. Ja. Wie explizit ist es bei dir? Also ich habe am Anfang auch relativ soft angefangen. Also bei mir ist es immer noch so, dass wenn man mich zum Beispiel abonniert, man jetzt nicht komplett full Nude sieht, sondern dass ich das über den privaten Chat mache. Aber im privaten Chat gehe ich jetzt auch ein bisschen weiter als nur Unterwäschebilder. Und man gewöhnt sich auch voll dran. Früher war das so, okay, soll ich es jetzt machen oder nicht? Und jetzt ist es so irgendwie das Normalste der Welt und ich verstehe irgendwie gar nicht, warum ich früher da so Angst vor hatte, auch ein Stück weit. Wie sehr kann man jetzt aber davon ausgehen, dass das, was man da privat an jemanden schickt, dass das privat bleibt, also bei der Person bleibt? Wenn du jetzt ein OnlyFans-Kunde von mir bist und du bist ein OnlyFans-Kunde von mir und ich schicke euch, so ist zumindest mein Stand momentan, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig richtig ist, aber ich schicke euch jetzt das gleiche Bild, dann hätte das bei dir ein anderes Wasserzeichen als bei ihm. Und dort kann man quasi immer identifizieren, von wem das Bild jetzt veröffentlicht wurde. Aber Internet vergisst nie. Und sobald eine einzige Person einen Screenshot davon hat, kann das natürlich unglaublich schnell verbreitet werden, selbst wenn es in WhatsApp-Gruppen ist und ich davon gar nichts mitbekomme. Ich glaube, das ist einem schon bewusst, bevor man mit OnlyFans anfängt und damit kann man leben. Ich weiß nicht, also du hast gesagt, man kann geheim bleiben, okay, vielleicht mit der Strategie, man zeigt irgendwie sein Gesicht nicht und dann kann man es aber nicht unbedingt bewerben. Mhm. Also komplett ehrlich, es wird irgendwie alles überall landen, wenn es dann am Ende die WhatsApp-Gruppe ist. Ja. Das war jetzt auch so ein bisschen die Entwicklung von Soft-Content hin zu expliziterem Content. Können wir später auch nochmal im Detail drauf eingehen. Die andere Frage jetzt noch etwas in Bezug auf diesen Clip. Na, jemand, der sich auch eine andere Identität schafft. Was mich interessieren würde, bei der Recherche sind uns auch Geschichten aufgefallen. Leute haben ihren Job verloren, weil irgendwie gesehen wurde, oh, das hat die Lehrerin bei uns in der Schule produziert. Familienmitglieder wenden sich ab, so brechen den Kontakt ab, weil es nicht supported wird. Mhm. Wie denkt ihr darüber? Du sagst, du hattest am Anfang Angst. Also wie war die Wahrnehmung eures Umfelds, als sich so rumgesprochen hat oder klar wurde, ihr seid OnlyFans-Creator? Am Anfang haben einige Freunde auch eher den Abstand gesucht und wollten eher damit nichts zu tun haben. Jetzt hat sich das wirklich normalisiert. Ich meine, die Plattform hat jetzt knapp 2 Millionen Creator. 50% daraus aus der Generation Z an der Stelle. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Wir denken die Gesellschaft weiter. Genau, und deshalb wird es halt auch immer normaler, sowas zu posten. Ich kenne auch wirklich viele in meinem Umfeld, die mit OF gestartet haben oder starten wollen. Das heißt, jetzt ist OnlyFans wird nicht mehr so verurteilt, weil es irgendwie ein Ding einfach ist. So, das machen genau. Halt Leute. Ja, und am Anfang war das halt wirklich vor 3 Jahren noch ganz anders. Also viele wollten nichts so mit dir zu tun haben oder haben sich halt wirklich nur als Sexobjekt gesehen. Jetzt ist, glaube ich, immer noch zum Teil so, aber es ist wirklich deutlich angenehmer, ein OF-Creator zu sein. Meine Familie hat, wie gesagt, super reagiert, wofür ich auch unheimlich dankbar bin. Mein Bruder hat dann... Hast du erst angefangen und dann mit denen gesprochen oder hast du vorab gesagt, ey, ich plane mit OnlyFans anzufangen? Ja, ich habe überlegt, ob ich es machen soll und dann habe ich mit meinen Eltern drüber geredet und meine Eltern sind eigentlich gar nicht mehr so offen, dachte ich zumindest, was das angeht. Und dann hatte ich auch ein wenig Angst, aber ich wollte es nicht alleine machen. Also ich wollte es nicht heimlich machen.
Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und meinte so, ja, ich habe da gerade mal so überlegt, ob ich das machen sollte. Und meine Mutter meinte einfach so, ja, wärst eigentlich dumm, wenn du es nicht machst. Und dann war ich so, okay, ja gut, das war mein Startzeichen. Ich habe es dann, ja, dann habe ich angefangen und meine Freunde, die haben alle super reagiert. Also ich hatte tatsächlich schon Menschen, mit denen ich danach weniger Kontakt hatte, aber auch einfach, weil die Leben sich zu verschieden entwickelt haben. Das muss jetzt nicht unbedingt an OnlyFans gelegen haben. Und sonst die wichtigsten Freunde waren von Anfang an voll hinter mir und haben selber auch ein bisschen in die Richtung was zu tun. Also ja. Studierst du jetzt noch Medizin? Nee, das war der Plan. Und das ist auch immer noch der Plan. Okay. Ja. Und wie ist bei dir? BWL-Studium hatten wir. Genau, hatte ich mal studiert. Jetzt aktuell nicht mehr. Nicht mehr. Habe ich bis jetzt noch pausiert. Was glaubt ihr, wie wäre es, wenn man jetzt zum Beispiel wieder in die Uni geht und alle Kommilitonen wüssten so, okay, man ist auch auf OnlyFans. Was glaubt ihr, wie wäre da die Atmosphäre? Also ich denke, dass mich das nicht stören würde. So, natürlich wird sich jeder sein Bild über einen machen und das ist auch voll okay, das können sie ja machen. Und ich muss ja auch nicht jeden Mensch mögen, deswegen kann ich auch voll damit umgehen, wenn mich nicht jeder Mensch mag. Ja, ich werde es bald auch herausfinden. Also ich mache vor dem Medizinstudium, will ich auf jeden Fall nochmal etwas Medizinisches machen, und zwar mein Rettungssanitäter. Und da werde ich schon sehen, wie die Leute drauf reagieren. Aber auch als Krankenschwester sind die da echt super mit umgegangen. Ja. Ja, ich denke, auch junge Leute sind da wirklich ziemlich offen und haben meistens kein Problem. Also ich habe auch ziemlich viel mit jungen Leuten zu tun. Und viele sagen, ja, ich würde es jetzt nicht machen, aber ja, ist trotzdem nice. Und du bist halt eine andere Person als der, wer du bist online. Online bist du ja dieses Sexobjekt. Und im normalen Leben ein total, das müssen auch viele verstehen, total normaler Typ. Du sagst, du hast Support von deinen Eltern für deinen OnlyFans. Mhm. Und einer deiner Teaser auf TikTok, oder das ist erstmal nur ein Content Piece, heißt auch Papas ganzer Stolz. Wenn ich so ein Video sehe, bin ich mir auf jeden Fall sicher, so der OnlyFans-Link ist nicht weit. Ja. Das ist schon. Das ist auch Sinn und Zweck tatsächlich gewesen. Okay. Mhm. Das ist ja zum Beispiel jetzt schon recht explizites Posen, ja, so zu einem Song. Findest du, das ist für jede Altersgruppe gemacht? Kommt drauf an. Also an sich, der Tanz ist anscheinend nicht das Problem. Und ich denke auch, dass Kinder oder jüngere Menschen schon mal eine Frau im Bikini gesehen haben. Und da stelle ich mir halt auch ganz oft die Frage, so natürlich, wenn man so ein Video sieht, wird das halt natürlich sexualisiert. Und das ist auch voll okay. Das war auch in diesem Fall Sinn und Zweck der Sache, natürlich. Aber wird das auch genauso sexualisiert, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht diese Oberweite hätte oder so? Was würdest du sagen, dass Leute sehen das, junge Frauen sehen das und wollen es dann auch so nachmachen, weil sie dich irgendwie zum Vorbild nehmen? Also kommt drauf an, wie jung sie ist. Wenn wir jetzt von 13, 14 reden, dann um Gottes Willen, dann sollte man allgemein aufpassen, was man auf Social Media postet, weil es auch viele Männer gibt, die explizit nach sehr jungen Frauen schauen. Aber wenn es jetzt so eine 16- bis 18-Jährige macht, dann würde ich mir eher im Gegenteil denken, so hey, das ist voll cool, weil ich meine, das zeugt ja schon davon, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper. TikTok hat ja einen Algorithmus und es werden einem ja nur Videos vorgeschlagen, die einen wirklich interessieren. Zum Beispiel, wenn ich mein TikTok öffne, habe ich dann nur Renovierungsvideos, wie man irgendwie Häuser designt oder so. Aber ich glaube, das Argument kann ich jetzt so nicht stehen lassen, dass man dann sagt, dadurch werden irgendwie gewisse Altersgruppen nicht mit dem Content konfrontiert. Das naja, ist ja die große Problematik, dass Leute da auch, ne, keine Ahnung, dass das Falsche dann liken, weil sie doch, und dann passt sich die For You-Page schneller an. Also man kann ja nicht sagen, das Altersthema ist dadurch gelöst, dass die For You-Page auf die Person abgestimmt ist. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schnell auf der For You-Page von einem 12-jährigen Jungen lande, der sich Lego-Videos anschaut auf TikTok oder wie jemand Slime zusammenmischt. Also das, denke ich, ist doch relativ unwahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Zumal du auch bei TikTok sagen kannst, ich möchte es nur erwachsen ausspielen. Ja. Und ich meine, ist der bei euch immer gesetzt? Oder ist oft, ja. Und das ist natürlich, ja, ich meine, es gibt ja auch TikToks, die ich jetzt nicht wirklich sexuell sind, die ich hochlade.
Aber ich denke, wenn man das anklickt, ist man good to go. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch genau das, was man ansprechen möchte. Man möchte keine 16-Jährigen ansprechen, man möchte keine 14-Jährigen ansprechen. Man möchte Leute ansprechen, die über 18 sind. Können wir an der Stelle mal so stehen lassen und auch mal in die Kommentare mitnehmen. So generell zu allem, was bisher gesagt wurde, aber auch explizit zu diesem Punkt. Kommentiert gerne mal mit. Ich denke mal, ihr werdet vielleicht auch bei der Folge vorbeischauen. Vielleicht könnt ihr ja dann auch irgendwie noch in eine Diskussion oder Gespräche einsteigen. Freuen wir uns auf jeden Fall über jede Interaktion. Ansonsten, Elena, du hast dich auch noch ein paar Fragen in unserem Spiegel-Interview gestellt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo, Elena. Hallo. Machst du OnlyFans wirklich selbstbestimmt für dich oder das Geld oder deine Fans? Eine Mischung aus allen drei, natürlich für mich. Das Wichtigste, dass ich daran meinen Spaß habe. Aber natürlich freut es mich auch, wenn ich zum Beispiel Feedback von meinen Fans bekomme, die sagen, hey, das gefällt mir total gut, was du machst, mach bitte weiter so. Und natürlich auch wegen dem Geld. Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass das Geld komplett irrelevant wäre. Würdest du dich als emanzipiert und feministisch bezeichnen? Schon. Also ich setze mich auf jeden Fall für die Gleichberechtigung ein. Aber Feminismus ist ein sehr, sehr großes Thema, was auch nicht nur Frauen betrifft, sondern auch die Gleichberechtigung von Männern, vor allem was Emotionen zeigen etc. angeht. Und ich glaube, das ist jetzt ein viel zu großes Thema, um das hier zu besprechen. Was glaubst du, wie viele OnlyFans-Creator haben ein Management, das für sie Nachrichten beantwortet? Ich kenne viele Leute, die mit dem Management zusammenarbeiten. Und darunter gibt es auch Leute, die komplett das schreiben, wo das komplett übernommen wird. Welche, wo so 50-50 ist, das mal so, also wo einem einfach nur erleichtert wird. Und wirklich sehr, sehr viele Leute, tatsächlich der Großteil, die immer noch selber schreiben. Was war deine absurdeste Anfrage und hast du sie erfüllt? Also, ich will niemanden verurteilen, so jeder kann machen, was er will. Aber ich glaube, so für mich absurd, weil es für mich einfach unglaublich fern ist, sind so Sachen mit Staubsaugern oder so. Das fand ich ganz cool, also dass es auch Leute gibt, die da voll drauf abfahren. Und ich habe es nicht gemacht, weil das einfach eine Sache wäre, mit der ich mich ein wenig unwohl gefühlt hätte. Und ich mich immer noch selber schützen will. Also ich sag öfter mal Sachen ab, die jetzt auch zum Beispiel in die Richtung, wo es schon kriminell wäre, geht. Also zum Beispiel Gewalt, Fantasien, die über so dieses Normale hinausgehen oder auch Minderjährige oder so. Da muss man schon strikt die Grenzen setzen. Welche Berufsbezeichnung trägst du ein, wenn du im Hotel eincheckst? Content Creatorin. Wie fühlt es sich an, ein Sexobjekt zu sein? Schwierige Frage. Irgendwo schon cool. Also ich glaube, was heißt cool, das ist das falsche Wort. Aber auf jeden Fall nicht schlimm, sonst würde ich es nicht machen, weil das natürlich impliziert, dass man sexualisiert wird. Aber solange jetzt Leute nicht der Meinung sind, dass sie mich deswegen minderwertig behandeln können oder so, ist das auch okay, wenn mich Leute im Internet sexualisieren. Im persönlichen Gegenüber fände ich das sehr unangenehm und würde mich dann auch von der Person distanzieren. Aber im Internet habe ich damit kein Problem. Was sind die Nachteile als OnlyFans-Creatorin? Einer der Nachteile ist zum Beispiel, dass man 24/7 eigentlich arbeitet. Also selbst wenn ich duschen gehe, so, dann denke ich mir, ach, jetzt könntest du eigentlich dabei noch schnell ein Video machen für OnlyFans oder so. Und man denkt eigentlich 24/7 daran, oh, da könnte ich jetzt eigentlich noch schnell ein Video davon machen oder so. Und das ist, glaube ich, einer der Nachteile, aber sonst super. Was würdest du niemals auf OnlyFans machen oder zeigen, egal wie viel Geld dir geboten wird? Sachen, die mit Ausscheidung zu tun haben. Einfach, weil ich das, das ist nicht meine Welt und das ist auch okay so. Und das ist auch okay, wenn Leute das toll finden. Aber einfach, weil ich da nicht so drin bin, könnte ich das auch nicht wirklich überzeugend darstellen. Und es wäre unnötig. Also, ja. Hast du Angst davor, einen OnlyFan von dir auf der Straße zu treffen? Habe ich schon. Und die Person war total lieb, total respektvoll. Also ich meine, andere Influencer, die zum Beispiel nur TikTok machen, die haben ja auch keine Angst, ihre Follower auf der Straße zu treffen. Und warum sollte ich davor Angst haben? Angenommen, deine Mutter wäre auf OnlyFans aktiv. Wie wäre das für dich? Befremdlich, aber nicht schlimm. Also es wäre ungewohnt. Einfach, weil ich meine Mutter
nicht so einschätzen würde, dass sie daran Spaß hätte. Und dann wäre ich erstmal so, oh, okay, wow, aber wenn sie möchte, also kann sie gerne machen. Wie lange willst du OnlyFans noch machen? Eigentlich so lange wie möglich. Ich glaube, die Frage ist besser, wie lange will ich noch so wie jetzt OnlyFans weitermachen? Weil ich denke schon, dass irgendwann werde ich das so ein bisschen runterfahren, wenn ich jetzt noch so ein paar Jährchen dabei bin. So nach 5 Jahren denkt man sich auch so, okay, jetzt kann man langsam weniger machen. Aber es ist total schnelllebig alles. Vielleicht werde ich auch morgen Atomphysikerin. Wir wissen es nicht. Was soll danach kommen? Je nachdem, wie gut ich gewirtschaftet habe, ein sorgenfreies Leben. Auf jeden Fall möchte ich im medizinischen Bereich tätig bleiben. Also Krankenschwester, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter und vor allem ist auch noch ein Medizinstudium geplant. Glaubst du, du wirst deinen OnlyFans-Content irgendwann bereuen? Und wieso? Ich glaube, ich würde nur den Content bereuen, wo ich nicht hundertprozentig hinterstehen könnte. Und das wären zum Beispiel Sachen, wo mich jemand überreden würde, hey, probier doch jetzt wirklich mal das aus, das wird super sein. Und dann probiere ich das aus und vielleicht, keine Ahnung, habe ich dann 1.000-2.000 Euro mehr. Aber den Content würde ich, glaube ich, bereuen. Jedoch mache ich nur Content, mit dem ich mich hundertprozentig wohlfühle. Und warum sollte ich es jemals bereuen, dass ich zu meinem Körper stehe und ihn gerne zeige? Muss dein Partner zwangsläufig irgendwann OnlyFans-Content mit dir produzieren? Mit mir nicht, aber natürlich ist es immer super, wenn man einen Partner hat, der ihn da unterstützt und auch mal zum Beispiel Bilder von einem macht und jetzt nicht genervt ist, wenn man sagt, hey, kannst du mal kurz ein paar Bilder von mir machen? Und ja, aber nee, mit mir ist kein Muss. Danke, Elena. Ich habe zu danken. Ich habe so ein bisschen gefragt, was verdient man jetzt mit einem Porno? Das ist nochmal so das Thema vom Soft-Content hin, auch vielleicht zu weiteren Videos. Würdest du denn sagen, als du mit Soft-Content angefangen hast, hast du am Anfang auch schon direkt sehr viel Geld verdient? Der erste Monat lief ganz gut, dann hatte ich so ein bisschen einen Down und dann hat sich das so eingependelt und seitdem ich eben mehr poste, mehr sexuellen Content poste und mehr zeige, hat sich das weiter oben eingependelt. Wie war denn die Entwicklung von dem Soft-Content? Also kamen dann auch einfach Nachrichten so, zeig doch mal mehr in dem, also wie sehr kam das von außen? Ja, definitiv. Also du hast halt deine Follower und man sieht auch, man hat unterschiedliche Listen. Man sieht dann, wie viele haben Renew On, also folgen dir den nächsten Monat, wie viele entfolgen dir diesen Monat. Und dann als ich halt nicht so viel gezeigt hatte, also nur Soft-Content hatte, waren wirklich 70% der Leute nur einen Monat da und haben halt auch oft geschrieben, so ja, das ist nicht so toll. Wenn ich jetzt so ganz kurz überlege, ne, so aus meiner Performance-Druck-Perspektive von normal Social Media, so TikTok und so, und dass man dann sich auch Druck macht, irgendwie Content weiterzudenken, ist ja schon heftig, dass wir das jetzt auch einfach auf unsere Körper, unsere Nacktheit und generell auch, was man halt so macht, dass wir das darauf auch anwenden. Also, dass wir Sexualität einfach so heftig mit Marktwert verknüpfen. Also, wie viele deabonnieren mich und so weiter. Und dann, dass man die nächsten Schritte machen muss, das macht ja was mit uns als Generation. Wie ist es bei dir, Valentin, du gehörst ja zu den 0,1% der erfolgreichsten OnlyFans-Creator. So laut eigener Aussage, kannst du uns sagen, was du damit verdienst? Ungefähr 50 bis 70 im Monat. Und wie viel Geld verdienst du? Eine mittlere bis höhere fünfstellige Summe im Monat. Ich meine, Black China verdient 20 Millionen im Monat. Das sind eine Viertelmilliarde im Jahr. Würdest du es für eine Viertelmilliarde machen? Jetzt geht es nur um dieses eine Viertelmilliarde. Freunde, ihr merkt, es gibt viel zu besprechen zu diesem Thema und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Folge in 2 Parts aufzuteilen. Lasst super gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, denn nächste Woche um 17 Uhr geht der 2. Part zum Thema OnlyFans online. Wir haben noch einige Clips, auf die wir reagieren, super spannende Meinungen, werden diskutieren, ob jeder mit OnlyFans Millionär wird oder was da gesamtgesellschaftlich auf uns zukommt. Deswegen schaut wieder rein. Hier sind jetzt noch weitere Videos für euch empfohlen. Checkt die auf jeden Fall auch aus. Schreibt in die Kommentare, wie ihr über das ganze Thema denkt. Ich freue mich sehr, alles zu hören und zu lesen. Bis dann. Ciao.